Der Volkswagen Amarok 2024 in der Aventura-Ausstattung steht mir für eine Reise in Richtung Katalonien zur Verfügung. Mir drängt sich die Frage auf, wie viel Volkswagen in den neuen Pickup steckt. Geht doch diese Modellreihe auf eine Kooperation mit Ford auf Basis des Ranger einher? Selbstbewusst bedient der Aventura und erst recht der noch höherwertige Panamerica weniger das Worker, denn das Lifestyle-Image. Die elektrisch vielfach vorstellbaren Vordersitze, das große Tablet, das Infotainment und zahlreiche Bedienungselemente beinhaltet und die wertige Ausstattung und Verarbeitung prädestinieren den Aventura für die Langstrecke als Reisewagen. Selbst ich mit meinen 1,93 Körperlänge brauche den Verstellbereich der Sitze und des Lenkrads nicht vollends auszuschöpfen, um eine bequeme und entspannte Sitzhaltung zu finden. Der sehr lautlose Fahrbetrieb sorgt für eine angenehme und entspannte Reiseatmosphäre. Der Amarok bietet auf einer Gesamtlänge von 5.350 mm, 5.585 mm mit Anhängerkupplung, eine viertürige und fünfsitzige Doppelkabine. Der lange Radstand von 3.270 mm bedingt einen Wendekreis von knapp 13 Meter und die Ladefläche meines Testwagens war mit einer elektrischen Rolllade aus Aluminium ausgestattet. Area View bietet über vier Kameras einen praktischen, aber auch erforderlichen 360-Grad-Kamerawinkel, der die Totwinkelbereiche auflöst und auch die Rangiertätigkeit im Anhängerbetrieb wesentlich vereinfacht. Der V6 Diesel mit 3 Liter Hubraum leistet 177 kW 240 PS und gibt seine 600 Newtonmeter Drehmoment an ein 10 Stufen Automatikgetriebe weiter. Ein Verteilergetriebe mit Untersetzungsmöglichkeit verteilt diese Kraft auf Knopfdruck und bei Bedarf auch an die Vorderachse. Hier ist der große Unterschied zum Vorgänger, der über ein Verteilergetriebe mit permanentem Allrad, also Differentialausgleich, verfügte, dem aber im Laufe seiner Modellzyklen die Untersetzungsmöglichkeit eingespart wurde. Das 10-Stufen-Automatikgetriebe gibt es für einige unterschiedliche Ford-Modelle. Der Aventura vereint damit zwei Premium-Elemente des Antriebsstrangs aus zwei unterschiedlichen Lagern. Gäbe es nicht den kleinen Taster am Wählhebelschalter, der den gerade eingelegten Gang im Fahrerdisplay visualisiert, wäre es mir unmöglich, die sanft schaltende Getriebeautomatik in ihrer Schaltbarkeit zu erspüren. Sofort fällt auf, dass die Automatik unnötige Schaltvorgänge vermeidet und die vorhandenen 600 Newtonmeter genau das tun lässt, wofür sie da sind. Perfekt. Genauso mag ich das. So geht es mit 90 km/h im neunten Gang bei knapp 1500 Umdrehungen die Pyrenäen hoch. Leiser, zurückhaltender und souveräner bin ich noch keinen Pickup gefahren. Mit dieser Antriebseinheit distanziert der Aventura alle aktuellen Mitbewerber. Die Spontanität, mit der der Amarok auch kleinste Gaspedalstellungen umsetzt, ist beeindruckend. Innerhalb von 2 Wochen habe ich mit dem Amarok 3046 Kilometer zurückgelegt. Nachgetankt habe ich in dieser Zeit 229,56 Liter Diesel. Erträgt man die nach Abschluss vorhandene Restreichweite von 185 km zum Kilometerstand und den vollgetankten 80 Liter Dieselvolumen bei Testantritt, so ergibt sich ein Verbrauch über die Gesamtdistanz von 9,59 Liter pro 100 Kilometer. Die Zwischenwerte beim Verbrauch lagen zwischen 9,05 und 11,46. In diesen 2 Wochen bin ich immer nur mit angehängtem Motorradanhänger gefahren und war bestrebt, mich an den existierenden Tempolimits zu halten. Testfazit: sehr akzeptabler Verbrauchswert. Immerhin war ich mit einem Zuggesamtgewicht von über 3 Tonnen unterwegs.